Servus und hallo, willkommen zu Bounty Train. Wir sind zurück in New York und Dano ist auch mit dabei. Monsens! Ich war schon so oft in New York. Ich möchte jetzt nach Buffalo. Und ich drücke mal Abfahrt. Schön. Kansas wird der 34. Start. Was ist denn das hier für ein Ding? Da ist gerade wieder was aufgeploppt da unten. Was ist das? Da wieder so ein Lager aufgekommen. Buffalo besteht das Überangebot an Öl. Ja. The price is gefallen. Oh, sag mal. Price is rot. Wir hatten eben, war das noch in der Aufnahme, wo wir gesagt hatten, Buffalo, New York hat ein Ansehen mit 99, die heiraten uns bald. Die dürfen sich hinter Buffalo anstellen. Was haben wir denn mit dem Ansehen hier gemacht? Haben wir so viel dafür gesorgt? Wieso mögen es die Leute? Wir tun doch alles dagegen. So, erstmal verkaufen wir, was wir mitgebracht haben, nämlich die leckeren Stoffe. Dann hängen wir erstmal wieder hinten dran unseren Begleitwagen und Waggon. Waggon. So, was ist denn jetzt die Aufgabe? Hier nochmal in Kleinkultur. Robert Reed einsteigen Tabak, lassen. Das heißt, wir sollten nach New York, wo wir den Tabak gelagert haben. Ja, und den dann nach Washington bringen mit zwei Touren. Das wird wahrscheinlich eh lange dauern. Genau. Das heißt, wir suchen nach New York, was? Kannst du mal vorlaufen lassen zur City Hall? Hm. Ja, oder den Baker auf dem Stimmt. Weg machen. Oh. Den für 700 Snacken. Ach, dich triggert wieder mal der hohe Preis. Was war das, Philly? Philly, aber warte mal, ist Philly nicht Waffenverbot? Nö. Wo kommen wir da durch? Kommen wir irgendwo durch, wo Waffen-Dings ist? Nö, wir fahren nach New York. Okay, ja. Und würden dann nach Philly weiterfahren. Ja. Hm. Ja, wobei das mit dem Cullen Baker wäre natürlich jetzt mal was anderes, also nicht immer nur Handel, Handel, Handel. Und wir haben ja jetzt extra die Leute angehängt. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir schnell genug sind, wenn wir uns hier mit vollen Waffen beladen, ob wir das dann in 8 Tagen schaffen hier runter, weiß ich nicht. Mhm. Also was ist der Fregel übrigens gerade auf der Strecke da, Philadelphia, Wochen. Pittsburgh, der gerade aufgetaucht ist? Der da? Zivilistenlager. Okay. Gut, also. Ja, irgendwie wäre das lustig mit dem Baker. Haben wir halt noch nicht so gemacht. Wir hatten zwar mal einen Überfall, ja, aber. Magst du mal speichern, vielleicht sicherheitshalber? Ach, du meinst, das kann auch schief gehen? Ja, generell zwischendrin ist nicht schlecht. Oh, nee, 4. Sehe ich gerade. Schon die 4. Aufnahme, ist ja schon krass. Groß. Ich dachte, über die 3. So, gespeichert ist. Die Heinis müssen noch rein. Ja, das Dings müsstest du noch annehmen, Kopfgeld. Stimmt, da. 3 Tage? Oh, okay. Oh Gott, das ist aber. Moment mal. Sportlich? Weil wir müssen auf diese Strecke. Das sind schon 4 Tage, das schaffen wir gar nicht mehr. Außer er hält uns in der Mitte auf, aber. Dann können wir gar nicht die frohe Kunde verbreiten. Also. Nee, also. Er steht ja hier. Also wir müssen durch Utica durch. Und er steht ja auf der Strecke zwischen Utica und Boston. Das heißt, selbst wenn er uns hier abfängt, müssten wir ja weiterfahren anschließend bis nach Boston. Und da sind wir bei 4 Tagen, 10 Stunden Minimum. Plus der Zeit, die er uns hier aufhält. Das ist halt die Frage, was triggert. Ob triggert, dass wir ihn killen oder dass wir die frohe Kunde verbreiten? Gibt es einen Negativeffekt, wenn wir ihn killen, aber zu spät abliefern? Naja, dann guck mal auf die Aufgabe. Ja, Ansehensverlust in Buffalo. Nein, wir hätten nur mehr 90. Ja, vor allem müssen wir nach Buffalo auch zurück. Das sind ja dann nochmal 4 Tage. Nee, müssen wir nicht. Okay. Ja, besuche ein beliebiges Rathaus. Nee, dann geht sich's nicht aus. Können es vergessen, Anno. Da machen wir Waffen nach Philadelphia. Waffen für Philadelphia. Oder? Okay. Das war das, was du machen wolltest. Das wollte ich machen wegen dem Geld. Geld regiert die Welt.
Okay, ich sag's nur mal vor. Also vorher stand da irgendwas mit 5 Tagen und x Stunden ohne schwere Fracht. Meinst ja, du, wir können aber auch wieder was da lassen. Also wir können den Personen und die Dings halt auch wieder da lassen. Oh Gott, wir kommen nie unten an mit dem ja, Tabak. Ja, das ist halt die Sache, aber nicht triggern halt die Geldbeträge. Ich würde einfach mal weiterlaufen und weitermachen für eine Hauptstory. Okay, komm, dann machen wir jetzt Hauptstory. Dann fahren wir jetzt, warte mal, das Tabakzeug lag in New York. Das heißt, wir suchen jetzt was für New York. Da gab's nix. Gab's hier nix. Ist hier was für New York? Nope. Passt, dann schauen wir am Markt. Markt. Ah, da stehen übrigens Sachen. Ups. Ich wollte, dass es von mir warst. Können wir die hier verkaufen? Klick mal auf Verkaufen. Ich schau mal, ob wir die gewinnbringend. Du siehst es eh, wenn du draufklickst und verkaufen, da steht Gewinn. Ja. Okay, passt. Verkauf's. Und hier auch, passt. Toll. Sehr schön. Ich finde es aber toll, dass man hier das keine Lager. Fühlt sich schon mal besser an. Ich finde es toll, dass man hier keine Lagergebühren zahlen muss, dafür, dass hier monatelang irgendwelche Waren rumstehen. Das finde ich schon mal ganz nett. Die sind schon super siebt. Dann werfen sie trotzdem noch Gewinn ab. Krass. Okay. Was hältst du denn von. Jetzt kommt's. Schmuck? Schmuck. Ja. Können wir halt wieder nur 5 wahrscheinlich, oder? Oh. Ja. Ich wollte es von mir fassen. Okay. Die Lok ist doch noch gar nicht so alt, aber sie ist jetzt schon irgendwie schon wieder viel zu klein. Okay, was können wir noch? In New York. Nahrung. Ne, ist 1 zu 1. Öl! Okay, schauen wir mal, wie schwer Öl das ist. Ja. Wenn es kein Schweröl ist, dann. Oh Gott, ist leider Schweröl an. Eins geht's mit, so. Oh Gott, ja. So. Jetzt mal genau voll, du brauchst noch nichts mehr suchen. 44,8 von 44,8. Achso, okay, schade. Okay, ja, dann Abfahrt, liebe Freunde. Abfahrt! Eine Route geht noch, wer hat doch nicht, wer wieder mal ein Monatsbericht. Das sehen wir da. Aha. 5000 plus. Sehr schön. Kredit so. Läuft noch. Ja. 17 Tage. Geht doch mal alles raus, das keine Miete zahlt. Walter zum Beispiel. Ja, das wäre nice, wenn wir den loswerden könnten. Ne, warte mal, das ist Bankrosen hier, Rathaus, da. So, wir fahren von... Moment, wo fahren wir hin? Nach Washington. Ja, dazwischen lag da noch was. Philly, genau. Wir fahren nach... Achso, wir müssen ja irgendwie den Tabakzeug darunter kriegen, wa? Ja. Okay, das heißt, wir können nur Passagiere mitnehmen. Moment. Nicht verkaufen. Richtig. Wir könnten noch 10 machen und dann noch vom Rest irgendwas einpacken. Also, wir eh zweimal hier hoch müssen, ja, können wir machen. Ja. Falls noch irgendwie ein tolles Angebot um die Ecke kommt, im Rathaus. Nö. Nee. Okay. Washington wäre da, zweimal. Wir können nur eine mitnehmen. Wer bietet denn mehr? Samantha Santiago bietet mehr. Wer bietet mehr? Okay. Von der Zeit her 9 Tage und... Und 8 Tage. 8 Tage. Ja, wird gehen beide. Mhm. Okay. Dann nehmen wir mal... Ah ne, Quatsch, das war nicht hier, das war hier. Einen von denen halt. Ja, die 40 mehr bringen, würde ich sagen. Wir lassen unseren Walter da, den brauchen wir ja. Wir müssen eh nochmal zurück. Wir können auch den Walter da lassen, nehmen wir beide mit. Was hältst du davon? Entschuldigung, nicht Walter, das sind wir, der andere. Macht das einen Unterschied, ob wir mitfahren? Ja, ohne uns geht's nicht. Ja, Moment, aber der Robert ist doch auch mal alleine gefahren. Ja, da war der Walter mit an Bord. Ach so. Ach, das ging dann ohne Passagier- und Begleitwaggon. Okay.
Ich frag nichts mehr. So, die hier und Caroline Garrett, ne? Genau. Außer du siehst doch irgendwen. Nee. Ich wollte noch nur mal sicher gehen. Zack, zack. So. Passt. Gut. Fracht, ja, vier Stück. Wir können auch noch die vier mitnehmen, die da am Bahnhof stehen, also von den 10. Und vielleicht beim nächsten Mal gibt es ein besseres Angebot, dass wir dann sagen, hey. Aber haben wir schon geguckt, ob wir irgendwie in New York was Geiles einkaufen können, was wir in Philly verkaufen können? Naja, wir haben ja jetzt noch diese vier, die jetzt noch am Bahnsteig stehen, das meine ich. Das heißt, wir könnten diese vier jetzt auch noch mitnehmen. Ja, die haben wir doch extra nicht mitgenommen, damit wir irgendwie Fracht noch mitnehmen können, oder nicht? Ja, weil ich mir gedacht habe, vielleicht gibt es im Regierungsgebäude was Tolles, aber da gab es eben nichts, kein tolles Angebot. Vielleicht gibt es aber eins, wenn wir wieder da sind. Und das wäre dann schade, wenn das jetzt 6 Plätze wären zum Beispiel und wir hätten dann nur 4 zur Verfügung. You know what I mean? Ja, aber wir könnten statt das als, also wir hätten ja quasi Philadelphia jetzt als Leerfahrt. Ja. Wir könnten ja trotzdem gucken, ob wir diese 4. Naja, gut, okay, du hast schon recht wegen dem Auftritt vom Rathaus dann, aber. Ja. Nee, warte. Nicht verkaufen. 4 passt. So, warte mal, die anderen 2 müssen aber auch alle nach Washington, ne? Die Passagiere. Die müssen nach Washington, ja. Ja, aber wir sind voll mit Zwischenstopp. Die Waren müssen nach Washington, die Passagiere müssen nach Washington. Also können wir eigentlich gleich durchfahren, oder? Ja. Okay. Abfahrt. Chuchu. 5 Tage. Sollte gut laufen. Grüße, Zivilist. Nein, ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Tut mir leid, trotzdem angreifen. Irgendwann klappt's. Mhm. Oh. Oh, oh. Magst du lesen? Ja klar. Melvin Jenkins. Wer hier durch will, muss eine kleine Spende dalassen. Verstehst du, was ich meine? Na gut, ihr dreckigen Gauner. Oder? Nee, das andere. Tja, ihr durch. Pause? Oh. Schade. Was ist denn geht das gar nicht. Eine Blockade. Oh, okay. Und was ist das hier unten für ein Symbol? Niemand fährt den Zug, das heißt, wir müssen erst... Wer fährt den Zug? Wir müssen erst jemanden nach vorstellen, der das macht. Ja gut, aber wenn hier eine Blockade ist für 5,5 Minuten, bringt es auch keiner, wenn sie den Zug fährt, oder? Ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Kannst du auf die Blockade klicken und sagen, irgendwie steig aus und räum's weg, oder so? Nö. Oder auf das Symbol? Gar nichts. Also da kannst du nicht draufklicken auf das Symbol. Nö. Auf diese Uhr. Auch nicht, gar nichts. Das ist einfach nur Battle Clock Tooltip. Aha. Okay. Nimm an, in 5 Minuten 46 Sekunden ist das Ding weg. Das löst sich von selber auf. Okay. Interessant. Ja gut, dann. Stellen wir die draußen? Oh, warte mal, die Passagiere. Shit, wir haben Samantha und Caroline mit, das heißt, die können beide nicht mit Revolvern umgehen. Die Ladies da. Oh, my dear. Haben die keine Waffen? Meistens nicht, aber du kannst trotzdem. Klick mal drauf. Auf die Frau. Ja, passiert einfach nichts. Ja, und dann musst du aber noch auf den Bösen klicken. Ach so. Nee. Gut, was hältst du davon? Die stellen wir trotzdem als Ablenkung ein. Okay. Vielleicht sind die Banditen optisch schönen Anblickes unserer weiblichen Begleiter abgelenkt. Man kann es natürlich probieren. Die gucken schon so, oh my dear. Mit denen fahren wir nicht mehr, da sinkt das Ansehen gleich. So, und die anderen 2 stellen wir hier unten hin. Passt doch. Ja, der wollte auch. Das ist okay. Oh, die haben Fernkampfwaffen hier. Wie viel? 7 Gegner? Ja. Wie sie alle hinlaufen. Lalala. Und die Frauen stellen da wirklich dorthin. Ne? Er ist der Beste.
Warte mal, du kannst, mach mal auf Pause. Ja. Manchmal kann man auch diese Spezialfähigkeiten einsetzen, die unsere Leute haben. Sowas hier? Genau, zum Beispiel. Einfach Linksklick? Ich weiß jetzt nicht, ob links oder rechts. Irgendwie passiert überhaupt nichts, ob ich links oder rechts klicke, egal für welchen von beiden. Wahrscheinlich, weil du noch in der Pause bist, kann das sein. Ja, das siehst du, es ist aktiviert. Da geht so ein Battle-Ticker runter. Das kannst du natürlich auch mit Ephraim und Thomas machen, je nachdem, was die für Fähigkeiten haben. Unverwundbarkeit, ne? Das hilft uns derzeit nichts, das ist eher für Nahkampf. Wenn die an Bord kommen. Gut, das wird was helfen, wenn du ihn ganz nach vorstellst, zum Beispiel. Du kannst ihn ja da an dieser Ecke stellen, so wie du die Ladies dastehen hast, kannst du ihn auch ans Schaufenster stellen quasi, dann trifft er besser und wäre unverwundbar. Wieso aber nicht für 14 Sekunden halt, ne? Ja, aber abklingt seit 90 Sekunden, das lädt sich auch wieder auf. Okay. Okay, was hat der andere? Der Ephraim? Oder ein Präzisionsschuss? Ja. Den würde ich dann vielleicht mal hier hinstellen. Weißt du, dass ich hier rüber schießen kann? Ja, wenn du über die Fässer schießen kannst, ja. Ja, woanders sehe ich sonst gerade keinen Schusswinkel. Naja, hier werden gerade keine Fässer. Hier? Also, wir haben Kisten und Fässer. Wenn du ihn da jetzt herstellst, wo du gezeigt hast, dann schießt du über die Kisten auch noch drüber, oder? Ich frage mich, das hier ist doch der Ausgang, oder? Wo er schießen kann? Diese Beule hier, oder? Nee, hier auf dem Fenster. Mal. Er kann nur aus dem Fenster schießen. Okay, das heißt, er muss bis da gehen. Okay. Kann er von hier dahin? Ja, könnte klappen. Er zeigt es dir dann eh an, mit welcher Prozentwahrscheinlichkeit. Okay. Dann lauf mal hin. So, bei ihm aktivieren wir jetzt Unverwundbarkeit. Ja. Das siehst du schon das Symbol von ihm. Wunderbar. Und der hier hat... Zack. Das hat, glaube ich, jetzt sogar getriggert, weil hier so ein Symbol bekommen. Okay. Passt. Das nie vergessen, dass man auch diese Fähigkeiten hat. Okay. Die können durchaus helfen. Der schießt jetzt auf den, hat aber keinen richtigen Schusswinkel. Das heißt, ich jag den auch mal mit hier drauf. Ja. Und wir selbst haben, glaube ich, gerade auf gar nichts Reichweite. Wir selbst stellen uns mal. Wenn man mal keine Reichweite hat, ey, was? Dann hat ja gar keinen Sinn. Immer diese YouTuber, die vor allem, wie sich hier sind, zwei Stück, aber angeblich sollen es fünf sein. Ja, die kommen vielleicht auch erst. Okay. Freudig, dass nicht alle da sind. So, machen wir mal erstmal den hinteren platt. Okay, da ist jetzt, da wird zum Beispiel gerade ein Alien Alien. Ein böser Typ kommen. Der rennt aber auf den Alien. Zug vorne, ne? Ja. Der kann auch vielleicht ein Feuer legen versuchen oder versuchen die Loks abzukoppeln. Ich weiß, wie viel das Game jetzt echt nicht damit, also... Würde das funktionieren, wenn wir die einfach in den Weg stellen? Dass sie nicht an Bord kommen, weißt du? Die werden gleich gekidnappt auch noch. Das gibt's? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht ausgetestet, aber ich hab die Ladies auch noch nicht ganz davor gestellt. Das ist so die andere Methode. Frauen first. Naja, wir haben wertvolle Ware dabei, das ist so. Und die Frauen. Kennst du nicht den berühmten Spruch bei der Titanic? Wertvolle Waren, Frauen und Kinder zuletzt? Also, nee, so. Ja, so, ja? Ja. Hab ich das laut gesagt? So, guck mal, den einen haben wir hier schon mal. Da würde ich sagen, schicken wir ihn hier. Der ist jetzt, glaube ich, eh. Den hat schon aus die Latschen gekippt. Genau. Der hat hier, glaube ich, wegen diesem hellen Strich eh keinen direkten Schuss, oder? Oder? Ja, doch, 57%. Du siehst hier die Wahrscheinlichkeit. 75% sogar. Trefferwahrscheinlichkeit. Angriff. So. Der hier, der... Was denn? Hab ich was falsch gemacht? Nee, ich hab Feuer gesagt. Also hier kam nur so an, deswegen dachte ich, oh Gott, ich hätte irgendwas falsch geklickt. Okay, der hat aber kein Schussfeld im grünen Bereich, würde ich jetzt sagen. Den schicken wir dann vielleicht dann doch mal hier vorne hin. Sobald er hier ist, tauscht er mit der Dame die Plätze.
Da wird sich die Dame aber freuen. Ja, ne? Bin ich auch der Meinung. So, und der schießt noch mit da drauf. Bonanza! Das klingt schon so keckig. Okay. Passt. Okay, einer wieder weg. Einer ist weniger. Alter, wir haben schon 4 von 7. Nice. Was? Der hat einen Cooldown, der hat einen Cooldown und der hat einen Cooldown. Die Ladies sollten so eine Spezialfähigkeit haben, so aufreizende Blicke oder so. Ja, genau. Hallo Boys. Zieht mal kurz den Rock an dem Bein so hoch. Ja, genau. Boah. Ja, wie hieß er bitte nochmal? Dedalek, bringt doch mal ein DLC damit raus. So, ich habe jetzt die alle auf diese zwei hier erstmal ausgerichtet. Mal gucken, was passiert. Ja, die sind auch gerade nicht in der Deckung. Ja, das ist sehr nice. Deine flüchtet gerade. Guck mal, der rennt sogar hinterher. Wir haben sogar automatisch umgeswitcht, oder? Okay, du blockierst mal den Eingang wieder. Okay. Schießt du nur einen Moment auf den. Solange der noch eine Deckung sucht. Genau. Ach, da kann der auch hin. Okay, 70 Sekunden. Ich glaube, du kannst auch die Deckung kaputt machen, theoretisch. Glaube ich. Ja, ja, schau, du könntest das theoretisch anvisieren, oder? Ja, sieht danach aus. Aber du kannst auch gleich auf ihn gehen. Ich denke mal, die zielen eh da drauf. Wo ist denn der andere hier hinten? Zieht eh auf ihn. So. Genau, da siehst du die Pfeile. Die gehen jetzt auf die Deckung. Dann gucken wir mal, ob das irgendwie... dass das bringt. Hoffentlich auch schnell runtergeht. Oh, bei den Fässern, die könnten ja auch theoretisch in die Luft gehen, denke ich mir gerade, oder? Bei dem, wo der da hinten steht. Wäre witzig. Dann könnte man den auch gleich wegjagen. Kann es sein, dass wir das Game tatsächlich ausgetrickst haben mit den Frauen hier? Weil der Kerl steht hier hinten einfach nur rum. Oder? Also der rennt doch nicht, oder? Keine Ahnung. Das sieht... Du hast gerade auf Pause, also dabei rennt er nicht. Also... Er bindet sich die Schuhe oder was auch immer macht. Würde ich auch machen. Jetzt schießt er. Er schießt die Frau an! Ja, dann, sie nach wie vor diese Tür nicht zuschieben wollen. Naja. Warte mal, geh du mal eins nach vorne. Okay, dann einen hat's fast gerissen. Ja. Ihr schießt dann. Ich würde auf die Person direkt gehen, in dem Fall. Ja, und hier können wir tatsächlich einmal auf die Fässer gleich schießen. Genau. Mal gucken, probier das doch mal. Kommt. Ich finde das gerade voll spannend hier, dieses taktische Ding. So, der ist vorgelaufen. Verdammt, der kann nicht drauf schießen. Ja, er kann auf der anderen Seite vorbei, oder? Er kann ja beim Kohlewagen auch hin, wenn da Platz besteht. Hier? Theoretisch, wo die andere vorsteht. Ich frage mich gerade, kann er hier durchrennen? Ja, ne? Ja, doch, die Frau ist ja auch dahin gekommen. Genau. Gut, dann renn du mal bis dahin und dann tauscht du mit der Frau die Plätze. Okay. Renn. Stopp. Okay, einer ist down. Zack. Ein Gegner, das heißt, wir können jetzt aufs Fass schießen. Ja, du sollst keine Kohle schaufeln. Oh, okay. Wunderbar. Du hast ihn uns auf die Kohle geschickt. Ja, passt. Bin ich gespannt, wie das klappt. Wir hätten auch noch Dynamit dabei, das heißt, wir könnten das auch werfen. Also, in dem Fall lohnt sich jetzt nicht, aber... Ich sag nur, jetzt okay. Läuft er wieder weg. Das ist ja gemein. Ja, jetzt ist die Deckung frei geworden, wa? Wahrscheinlich. Vielleicht fliegt er ja mit dem Dynamit in die Luft. Das wäre nice. Genau, schieß von da vielleicht gleich drauf. Auch auf die Fässer. Ja, Fässer, okay. Schau mal zwischendrin, ob wir wieder Fähigkeiten verwenden können. Ja, ich würde sagen, einer ist auf Cooldown. Flamme löschen müssen wir. Wenn ich, muss ich hier draufklicken einfach nur? Okay, jetzt macht es aktiviert, ne? Ich habe die Heilkräuter genommen, weil wir sind schon zur Hälfte runter. Passt, ja. Und wir müssen jetzt erstmal Feuer löschen, würde ich sagen. Genau, klick auf irgendeinen.
Ja, Walter. Der heilt sich und löscht Feuer. Dann ist er erstmal aus der Schusslinie, vielleicht auch ein bisschen raus. Okay. Okay, weiter. Okay, das eine Feuer ist. Ist das jetzt gelöscht oder nicht? Doch, okay. So, dann das andere Feuer. Noch. Okay, das Feuer ist schon auch gelöscht, dann kannst du wieder zurück. Oder? Nee, da brennt es noch, oder? Ja, da brennt es wieder. Noch mal. Ja, da hat es wieder angefangen. Boah, da wird gerade ordentlich in die Mangel genommen. Soll ich das andere Fläschchen auch nehmen mit 100? Es ist nur noch einer am Leben, das heißt, wir haben den ausgenockt offensichtlich. Ah, vielleicht hat es das Fass da gerissen. Schaut so aus, weil es so... Sicher? Weiß ich nicht, das Rauch ist Rauch zu schwarz. Was auch immer das heißen mag. Na geil, jedenfalls ist der weg. Das heißt, wir können auf den Gegner gehen. Genau. Die Frage ist, soll ich Walter... Schick den Walter eher weg vielleicht. Vielleicht triggern wir sogar, dass er dem Walter nachläuft. Okay, es brennt wieder. Irgendjemand müsste die Flammen löschen. Oh, jetzt ist er an Bord. Wo ist denn der Ephraim? Der ist doch der Nahkämpfer. Oder? Ist er? Sicher? Klickt man auf die Fähigkeiten, also auf sein Profilbild. Nee. Er war der Nahkämpfer? Oder hatten wir gar Thomas keinen? Dann. Doch, Thomas. Thomas ist Nahkämpfer, ja. Ja. Dann rüste bei ihm das Messer aus. Also geh auf dieses Messer-Dings, genau. Nahkampfangriff. Und dann, genau. Auf das Symbol. Genau. Ephraim kann ja drauf schießen. Ja. Okay. Die battlen jetzt. Eigentlich müsste er voll im Flammen stehen. Oh, das okay. Ist doch geile Worte. Dynamit sogar. Nice. Kleines Medizinfläschchen. Was du mal brauchen. Ketchup-Granate. Was? Knochenmesser? Okay. Und Holzkeule. Okay, und wir müssen dringend reparieren. Ja. Total kaputt, komm in Washington. Alter, der Hilfswaggon ist... Für die Sache. Für die Freiheit! Ja, so kuckelt der Waggon. Ja. Aber das Feuer ist zumindest gelöscht, das haben sie noch freiwillig gemacht. Sehr schön, 2700 Kohle haben wir wieder. Jo. So, wir müssen die... Das Tabak. Die Frauen werden sich auch bedanken. Das war aber keine schöne Reise. Das war mal eine Abenteuerreise. So. Hm. Das ist jetzt los geworden. Kannst du mal die Aufträge weg-xen, dass wir eine bessere Übersicht haben? Ja, oh, Moment. Zack und zack. Sehr schön. Genau, 20 Kisten der Pack. 6 haben wir dann noch. Ja. Oh, einfach mal vorlaufen lassen, gucken, ob in Washington noch irgendwas ist. Dass wir nicht leer fahren. Bei Krankenhaus ist da, glaube ich, keins in Washington. Aber das ist so schwer für uns. Ja, das werden wir nicht schaffen. In 19 Tagen von, warte mal. Nein, Entschuldigung. Folgendes, wir lassen ihn hier und ihn hier. Zum Reparieren oder? Ja. Warte, bevor du... Okay. Alles gut, ich hab das voll im Plan. Okay. So. Die zwei sind ja noch okay. Jetzt sind wir auch ultra leicht. Ne? Hier, Gesamtgewicht. Jetzt, ja, wir haben keinen Platz. So. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen Schmuck besorgen. Schmuck war, glaube ich, immer in Buffalo, ne? Ja, hier. 14. Oder in Portland. Gut, aber ich glaube, Buffalo ist kürzer als Portland. Ja. So, wir würden derzeit 4 Tage hinbrauchen. Oh verdammt, wir haben 9 Tage nur, oder was, ne? Ne, 9, 10! 9 Einheiten in 19, das schaffen wir. Wir dürfen halt nichts anderes machen. Bin ich der Meinung. Dann haben wir aber richtig geil, fett, satt Geld gemacht und...
Ansehen. Oh. Ansehen. Mhm. Ja, okay, probieren wir's. Wir werden zwar gefühlt nie weiterkommen, aber ja, machen wir's. So. Okay. Wie machen wir es? Wir haben 18 Tage Zeit. Wir können ja irgendwas von, wo sind wir, in Washington einladen, was nur für Buffalo ist, und überspringen Philly und New York, damit wir uns da nicht wieder so verhaspeln und Kleinkram machen. Okay.